Hallo zur fünften Folge meines Sims 4 Let's Plays. Und er schaut sich anscheinend gerade einen Horrorfilm an. Über Werwölfe. Okay. Einfach in ein fremdes Haus gehen und Fernseher schauen. Immer stört Zoe anscheinend nicht. Und ihr seid ja schon fast Freunde. Gut, aber Zoe, du kannst dich mal ein bisschen beeilen mit deinem Buch. Oh, hopp, hopp, mach meine. Ist auch gerade Montag. Das heißt, die ganze Woche liegt noch vor dir, Zoe. So, das war... Ach so, der Balken, der war Level. Das ist das Buchschreiben. Okay, dann hör auf mit dem Buchschreiben. Dann geh erstmal auf die Toilette. Dann dusch mal. Und dann kannst du auch mal irgendwo hingehen wieder. So, das musst du wegmachen. Gut. Hopp, hopp, beeil dich. Hände waschen und duschen. Gut. Also, Zoe. Ja, genau. Geh mal mit deinen Freunden zusammen irgendwo hin. So. Mal schauen, ob ich schon die anderen Städte eingerichtet habe. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja, habe ich schon. Dann geht mal in den Newcrest Park. Wart ihr noch nicht. Also die meisten dieser Häuser dort in Newcrest, die habe ich nicht selbst gebaut, die habe ich in dieser Galerie, da gibt es ja oben dieses Symbol, wo man die Galerie kann und da kann man die runterladen, wo andere Leute schon erstellt haben. Da habe ich diese Häuser auch die meisten her. Komm schon, Ladebildschirm, beeil dich ein bisschen. Danke. Und jetzt könnt ihr mal zusammen... Ja, okay, hier gibt's fast gar nichts, was man machen könnte. Ich glaube, ich stelle da noch irgendwas hin. So. Irgendeine Art Freizeitaktivität für Erwachsene, außer Schach, weil das kann man ja nur zu zweit machen. Mal schauen. Alles? Ja, klar, ein Busch. Da sind ja auch schon ein paar. Es gibt, glaube ich, auch solche Spielgeräte für Erwachsene. Innenaktivität? Nein, das ist nicht. Dann hier draußen Aktivitäten, ja. Wirklich was dabei ist da ja nicht. Hufeisenspiele. Ja genau, spielt mal ein bisschen mit den Hufeisen. Passend zum Zaun noch. So. Spiel mit. Den beiden kannst du spielen. Hopp. Werf mal ein paar Hufeis. Vielleicht hast du ja Glück. Ich komme mit dieser Steuerung nicht so richtig klar, wenn man das ausblendet. Okay, jetzt sieht man gerade nur Baum. Ja, so ist besser. Ja, okay, nur er spielt. Zoe hat anscheinend keinen Bock. Steht nur daneben. Na? Da ist noch jemand. Ich gehe mal wieder aus dieser Ansicht raus. So ist besser. Besser sehen. Jetzt kann ich wieder rein. Ja. Ach, das ist der wieder. Ja, anscheinend mag er Zoe. Der bewegt sich die ganze Zeit so komisch. Oder er, das war eben an ihn gerichtet, an den blonden Typen da. Spielt ihr jetzt auch nochmal alle? Nein, anscheinend unterhalten sie sich nur.
geschichtet haben. Oh. So. Hier kommt dann Spiel auch. Ja, jetzt macht es. Und hast du getroffen? Scheint nicht. Ja, den Blick zu urteilen nicht. Nein, wieder nicht. Tut mir leid. Ja, ihr könnt jetzt auch langsam mal aufhören, mit diesen Hufeisen zu spielen. Das bringt ja eigentlich eh nichts. Dann kannst du mal für alle was grillen. Ja, grill mal ein paar Würstchen. So. Dann kannst du gleich alle zum Essen rufen, Zoe, und ja. Das müsste dann gut gehen. Ja, Johnny, sehr schlau, dass du jetzt auch Würstchen grillst. Na gut, dann habt ihr halt mehr. So. Zoe ist fertig. Jetzt kannst du mal alle zum Essen rufen, halt zusammen ein Gericht nehmen. Und Johnny lässt seine Würstchen einfach auf dem Grill liegen. So. Wie viele sind da noch? 4 Stück. Zoe, du kannst die mal mitnehmen. Dann hast du zu Hause noch was zu essen. Ist die Qualität? Ah, normal. Normal ist auch in Ordnung. Es muss nicht unbedingt gut sein. Anscheinend hat er keinen Hunger. Snibara Watanini. Parsip Neeps. Irgendwie ist es interessant, denen so beim Sprechen zuzuschauen, weil die dann diese Sprechblasen oben drüber haben. Und dann sind es so teilweise Gespräche, die man sich da draus denken kann. Und wie es aussieht, wird schon wieder Abend. Ja, da hinten geht der Mond auf. Ja. So. Zoe, dann kannst du die mal runter machen, wegwerfen. Ja, aber erst nach dem Essen halt. Dann können die nächsten Leute, die kommen, nämlich gescheit grillen. Die müssen nicht jetzt den alten Müll wegräumen. Fabusabe? Ja, ah. Beeil dich mal, Zoe. Wie geht's dir eigentlich gerade? Ja, es ist alles noch im grünen Bereich. Und dann kannst du eigentlich auch mal nach Hause gehen. Hier. So. Dann ist schon wieder ein Tag bei Zoe jetzt rum. Der Ladebildschirm wieder. Der ladende Ladebildschirm. So, Zoe. Jetzt kannst du noch ein bisschen chatten oder was, Kontakte knüpfen, Brieffreunde finden, genau. Find mal ein paar Brieffreunde. Weil du bist noch nicht allzu müde, da kannst du noch ein bisschen den Computer. Warte, was steht da jetzt? Ich habe einen Brieffreundschaftsforum gepostet. Jetzt mal abwarten, ob sich jemand meldet. Okay. Dann mal schauen. Kontakt knüpfen. Antworten checken. Dann wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Hat noch niemand geantwortet, habe ich mir schon gedacht. Und Haushalt, in Urlaub, allen Einzelhandel. Nein, davon noch nichts. Jetzt, mehr Auswahl. Notizbuch öffnen, was ist das denn genau? Okay, das ist... keine Ahnung. Bestellen. Was gibt's denn so an Medizin?
Ja, kauf mal ein paar Medizinflaschen. Ich weiß gar nicht genau, wofür Medizin bei Sims ist. Ich hatte bis jetzt auch, glaube ich, noch nie den Fall, dass ein Sim von mir krank wurde. Naja. Aber Zoe, du gehst jetzt auch schlafen. Weil dein Balken ist langsam zu niedrig. Wird auch hier angezeigt, hier unten. Hopp, geh ins Bett. Und das war's jetzt auch schon wieder von dieser Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.